zu einem weiteren Tipps und Tricks Video oder Erklärvideo begrüße ich euch recht herzlich. Und zwar geht es heute um zwei Themen, um aktuelle Themen, weil es ja passt. Und zwar müssten wir es vielleicht auch hier irgendwas sehen oder auch nicht. Okay, dann sehen wir es hier nicht. Na gut, dann sage ich es euch so. Einerseits der Werkzeugkistentag und der Werkstubentag. Beginnen wir vielleicht kurz mit dem Werkzeugkistentag. Wir finden diese zwei Aktionen natürlich auch wieder in unserem Event-Timer. Werkzeugkistentag ist nicht zu übersehen, das ist natürlich der mit den Werkzeugkisten. Handwerker aufgepasst, geht noch 13 Stunden. Wir können nicht draufklicken, habe ich gerade gesehen. Komisch. Na gut, dann gehen wir halt so hin. Wie kommen wir da hin? Grundsätzlich würden wir mal zur Start beim Shoppingcenter drauf zugreifen. Und dann müssten wir suchen. Ich bin jetzt hier auch gerade nicht... Ja, hier haben wir es. Unter Zubehör. Farmbedarf, Zubehör. Werkzeugkistentag. Was sagt das? Natürlich dreht sich um Werkzeugkisten, wo ihr einerseits die XXL und auch die XL, nun gut, mehr gibt es auch nicht, wieder zum halben Preis erwerben könnt. Sprich, die XL anstatt von 10 Truppgunden für 5 Truppgunden beinhaltet dadurch natürlich das gleiche. Und die XXL anstatt von 44 für 22 Truppgunden. Oder wenn die sogar nicht 45 kostet, bin mir jetzt nicht sicher. Naja gut, jedenfalls, da habt ihr die Möglichkeit, da zuzuschlagen. XXL beinhaltet 500 Baumaterialien. Also, was ihr genau bekommt, steht nicht vorher, das steht nicht vorher. Ihr bekommt 400 Nägel und was weiß ich. Nein, das ist natürlich mehr oder weniger ein Zufall, kann ich sagen. Und beim XL würde es beinhalten 100 Baumaterialien. Also könnte man natürlich ausrechnen, hier sind 500 drinnen, sprich... fünfmal so viel wie hier, würde ich diese fünfmal kaufen, hätte ich gleich viel, 25, 22, was sehen wir draus? Wenn man es gleich viel kaufen will, lohnt sich natürlich die XXL deutlich mehr. Auch wenn es nur ein paar Truppgunden sind, aber es lohnt sich rechnerisch dann mehr. Dann sagen wir kurz mal, für was brauche ich überhaupt die Werkzeug? Also machen wir gleich, was brauchen wir auch die Werkzeug? Werkzeugkisten, dadurch erhalten wir unser Werkzeug. Was viel beinhaltet, Nägel und alles drum und dran, finden wir, sehen wir, was wir jetzt haben. Scheune hier und sonstige. Kann Bastkorb, Dachziegel, Farbe, Spraydose, Ziegelstein, Federgreifer. So super Dinge nicht. Und das sehen wir alles drinnen. Also es gibt alles hier, können wir sehen, aha, wie viel haben wir und für was brauchen wir diese ganzen Materialien. Und zwar, um uns Sachen zu erbauen in unserer Werkstube. Übrigens habe ich ja schon mal ein Tipps und Tricks Video gemacht zur Werkstube. Das verlinke ich euch lieben gerne in die Videobeschreibung. Habt ihr da damit quasi alles. Und da kommen wir dann, darüber gehe ich nicht näher drauf ein, habe ich schon mal ein Video gedreht. Könnt ihr euch den jeweilige dann bauen. Ja, für das brauche ich Werkzeug, seht ihr hier. Öl habt ihr etc. Und wenn ich auf Baumaterialien kaufen müsste, ja glaube ich auch dorthin kommen. Ja. Also so viel zum Werkzeugkistentag. Geht grundsätzlich, wie der Name sagt, Tag 24 Stunden. Also ein Tag kommt in Abstand, so alle paar Monate kommt das mal. Und ja. Dann kommen wir noch zum zweiten Thema, und zwar zum Werkstubentag. Da wir hier allerdings kein Bild haben und es steht Speed für Stahlprodukte, gehe ich so näher drauf ein. Und zwar an diesem Tag, Werkstubentag, was sagt der Name? Natürlich können wir das schon ablesen. Hat es mit unseren Werkstuben zu tun, und zwar bringen diese Werkstuben alle, das beinhaltet auch farbige Upgrades oder sonst was, nur 9 Stunden anstatt von was auch immer. Also sind sie höher als 9 Stunden, brauchen sie 9 Stunden, würden sie nur, ich glaube, es gibt gar keinen niedrigen, aber sagen wir mal, es würde 7 Stunden dauern, dann 9 ist natürlich auch nicht der Fall, aber gut, wenn ich hier hätte eine Werkstube und ich glaube, es müsste jetzt funktionieren. Seht ihr, 8 Stunden 5 reduziert. Jedenfalls reduziert ihr die ganzen Werkstuben und ihr könntet erst natürlich noch weiter reduzieren mit, ich glaube, am Baum der Weisheit gibt es eine Rune, dann gibt es sonst noch ein paar Handwerksprodukte. Aber grundsätzlich reduziert das einfach Wert. Oder was heißt Wert? Die Zeit von der Werkstube. Einzige Bedingung ist, dass diese Werkstube während des Mini-Events gestartet werden müssen, also ist es vorher, dann zählt es natürlich nicht, geht nur während des Mini-Events. Hier auch, geht auch nur 24 Stunden grundsätzlich, in dem Sinne auch nicht länger. Ich sage ja auch Werkstubentag.
Nun gut, also Werkstuben, vielleicht nur kurz, für was das braucht. Ich habe Werkzeugkisten angesprochen, für was brauche ich das? Dann sprechen wir noch auf Werkstuben an, aber ich habe schon mal ein Video gemacht. Also mein Video zur Werkstube generell findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr das gerne wissen wolltet. Werkstuben brauchen wir grundsätzlich einfach dazu, um unsere Erzeugnisse zu produzieren. Ausgenommen sind davon Honig, Kuhmilch und Eier, weil da gibt es ja den Honigbaum, den Eierbaum, den Kuhmilchbaum. Aber grundsätzlich geht es eigentlich über die Werkstuben, sprich Daunenfedern, alles über die Werkstuben. Und dann könnten wir auch natürlich, allerdings nur nutzbar bei den Zuchttieren, die farbigen Upgrades hier. Dann wird es einfach schneller, Blödsinn, kürzer dauern die Zeit. Das sind diese zwei kleinen Events erklärt. Wann kommt der Werkstubentag? Der kommt grundsätzlich auch immer alle paar Monate, also nicht so oft, aber ein paar Mal kann man sagen. Seht ihr dann, habt ihr noch Fragen zu diesen Themen oder zu was anderes? Dann kein Problem, sage ich nur. Ich beantworte sie sogar liebend gerne immer wieder. Und damit bis zum nächsten Mal.